In diesem Video möchte ich zeigen, wie einfach die Zubereitung eines Kaffeecrema mit der Caffissimo Duo von Tchibo ist. Der Drehregler auf der Oberseite muss hierfür nach rechts gedreht werden. Die Vorheizzeit fällt in diesem Fall weg, da ich gerade schon einen Espresso mit der Maschine zubereitet habe. Das Starten des Brühvorgangs kann mit einem Druck auf die Taste erfolgen. Bei dem Kaffeecrema werden standardmäßig 125 ml Wasser ausgegeben. Der Brühvorgang stoppt automatisch, wenn diese Wassermenge erreicht ist. Insgesamt läuft der Kaffee sehr schnell aus der Maschine, sodass die Tasse vergleichsweise schnell gefüllt ist. Ein langes Warten auf den Kaffee ist somit nicht erforderlich. Jetzt hat der Brühvorgang automatisch gestoppt und die Maschine hat sich abgeschaltet. Das Ergebnis des Kaffeecrema ist insgesamt sehr gut. Jetzt muss nur noch die gebrauchte Kapsel aus der Maschine herausgenommen werden. Diese befindet sich auf dem herausnehmbaren Kapselhalter und kann aus diesem einfach entfernt werden. So einfach ist das Herstellen eines Kaffeecrema. Der gesamte Testbericht zur Caffissimo Duo ist zu finden auf meiner Seite kapsel-kaffee.net.